willkommen zu No Man's Sky. Wir sind hier gerade dabei, den Planeten zu besuchen, nicht aber höher fliegen, ne? Wenn ich dann den größeren See entdecken will. So, sehr schön. Der ist schon recht groß. Mal in die Richtung fliegen. Das ist halt so eine Seenlandschaft. Da kann man jetzt nicht sagen, da ist jetzt so ein riesiger See. Sondern es ist halt einfach so eine Seenlandschaft. Das ist ja jetzt nicht so das, was ich will. Ich glaube, der Planet ist groß, wir können mal rumfliegen. Wasserplanet. Und wir sehen schon, es ist halt wirklich viele kleine Seen. Welche für den Norden? Ja, okay. Fliegen wir einfach mal Richtung Norden. Oh, man da. Ein anderes Raumschiff. So, das sieht aber auch schon. Ja, das hier, das hat schon was, ne? Das ist jetzt auch nicht hundertprozentig das, was ich will. Aber schon mal so landen. Schon bedeutend besser, ne, mit dem. Sein. Naja, irgendwie finde ich den Planet richtig cool, aber andererseits irgendwie auch nicht. Haben wir noch was? Ja, Ikleneo, keine Ahnung. Vögel haben wir auch noch nicht identifiziert. Das ist viel zu weit weg wieder. Also, fliegen wir zum Haus. Gehen wir dann zum nächsten Planeten. Wir haben eigentlich schon ganz schön viel entdeckt hier. Wir können mal ein bisschen was ausgraben. Komm schon. Ich bin da, das sind 20 Minuten, ich denke mal 20 Sekunden, also das ist bitter, ne? Also hoch ins All. Und dann nee, okay.
13 Minuten mehr. So. Jetzt sind wir hier oben. Viel besser. Und wir fliegen ja jetzt keine 20 Minuten in der Gegend rum. Immer dieselben, ne? Da ist der. Die sind alle so... missmütig sind die alle so. Krah. Oh, super, keiner verstanden. Mir stimmt zu. Was? Ich bekomme großzügige Geschenke und ein freimütiges Foto von der Lebensform, die ich eines Tages heiraten werde. Okay. Wenn die das so sagen. Ich habe noch keine Vulkin-Frau gesehen. Ich habe da einzig noch überhaupt keine Frau gesehen. Das war also nur hier Krieger oder Gags, wobei man bei den Gags ja nicht sagen kann, was für ein Geschlecht die haben. Nun ja. Den hier machen. Speichern und kartieren. Ja, da muss er. Sehr schön. So, was sagt eigentlich unserer hier? 6 von 7 entdeckt. Mineralien. Okay, cool. Schöner Planet. Fehlen nur noch 4 Planeten in dem der Galaxie oder in dem Sonnensystem. Das da oben. Kohlenstoffkristall. So, machen wir weiter. Mir ist es einfach zu säg, muss ich sagen. Wenn ein schönes großes Meer wäre, würde ich sagen, ja, sehr geil, aber das ganz kleine Seen, das bringt mir jetzt gar nichts. Da oben ist ein grüner Stern. Hier auf 12 Uhr. Okay. Auch schön. Ah, wir gehen zum nächsten über. Bereits erkundeten waren wir dann zum Schluss. Was ist das hier? Lass mal in die Richtung fliegen. Ein paar Sekunden. So. Also mit dem L1 und L2 startet man das Ganze ja.
mit L1 und L2 stoppt man das Ganze auch. Das ist nun. So, hinten sind wir sogar nicht. Genau. Da war ich ja gerade. Und hier hinten. Das ist ein Konvoi. Das sind die ganzen Planeten da hinten alle. Also hinter dem Planeten, da sind die alle. Guck. Den kennen wir schon. Der ist unbekannt. Darf ich wohl jetzt hin? Boah, eine Minute. Und 38. Der ist schon mal ganz schön weit weg, ne? Das ist ja auch blau aus. Gibt es ja ein schönes großes Meer oder ein See, wo mir gefällt. Aber insgesamt 4 Tage Entfernung ist schon ganz schön viel. Jetzt mit unserem Impulsantrieb sind wir dann trotzdem noch fast 2 Minuten unterwegs. Also das ist schon ganz schön weit weg. Haben wir schon was? Tycheor. Ein blühender Planet, oh, das ist auch schön. Sternenknolle, Kupfer, Paraffinum, Kobalt. Das hört sich alles nach dem Plan an. Das ist ein schöner großer See. Also gut. Dann schauen wir mal unentdeckt. Grüne Wolkenbrüche. Wahnsinn. Aber das ist schon mal was anderes, ne? Korneva, keine Ahnung. Aikinoid, ja, bist du neugierig? Das ist aber ein lustiges Tier. Was ist nur für... Na, die Evolution hat es auch nicht gut mit dir gemeint. Wenn ich die Beine so anschaue. Da haben wir noch Stronit. Ja. Ich habe... sehr lustig. Eine Fernlassar. Rotium. Okay, wir wollen da mal zum Strand runter, oder? Pilze.
dass der das irgendwie. Ja, das ist schon ganz schön unfair. Oh, cool, was ist das hier? Orang Urika. So. Darum muss ich also nicht ganz anders aussprechen. Orananoid. Ja gut. Wie würde ich das anders aussprechen, ne? Gibt unten viel Fischer. Nicht viele, ne? Postlopium. Gibt schon. Das ist auch anders hier. Kommt schon. Oh cool. Da gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Viecher. Pinsel. Oh, da war noch ein Tier. Unbekannt. Ah ja. Das war schon mal viel schöner und angenehmer. Da haben wir noch eine Pflanze. Ganz cool hier unten. Bitte update. Dieser Sturm löst sich auf. Xanthid. Sehr schön. Aber auch nicht tief, ne? Also 10. Keine Ahnung, was das U ist. 10 Fuß, 10 Meter, 10. Was weiß ich. Ist nicht viel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wer da. Tieferes Meer schon richtig geil. Stalactite. Ja. Ah. So, dieses. Vierbeinige Vieh, wo schwimmt, ne? Da ist schon ein bisschen tiefer hier hinten. Mal wenn weiter raus schwimmt. Okay. Was haben wir hier? Eine Muschel, ja, okay. Das hier? Okoveltic. Man muss die Sache halt wirklich
bisschen mobil ist. 100 Mineralien gescannt. Das ist doch schön. So, gibt es hier unten jetzt auch viele Fische. Das ist immer so eine Sache, ne? Relikt, da gehen wir hin. Die Sache, die sind schon cool, ne? Da haben wir es doch. Ein harter Alpkern. Oder geht es auch mal viel tiefer runter, schön. Überall Fischis. So. Okay. Könnte es mir wirklich gefallen. Wir sind noch ziemlich weit draußen. Da können wir mal hinschwimmen. Den Punkt hier, ja. Das ist genau das, was wir aufgehört haben. Cool. Da geht es weit raus, da ist tief. Was ist das da? Kennen wir schon. Nee, das ist bewegt sich halt, ne? Ich bin auf jeden Fall mal hin und gucken, warum sich das bewegt. Achso, okay. Hat man das schon. Kann ich mal so weit weg. So, und oben haben wir die zwei großen Planeten. Und hier ein Terrain-Manipulator. Den bräuchte ich mir auf jeden Fall. Um ja irgendwie und alles ein bisschen eben zu machen. Ne? Ich habe ja gar keine Ahnung von. Abbauen. Erschaffen. Kletten. Kletten ist gut. Kletten ist immer gut. Das sind natürlich ja Werkzeuge, ist auch schon geil, ne? Das haben sie gut gemacht. Kletten erschaffen. Ganz cool. Sehr cool.
Okay. Damit kann ich, glaube ich, erstmal so leben, ne? Dann brauchen wir auf jeden Fall das hier. Exo-Fahrzeug, sehr schön. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Basiscomputer. Ich stelle mal auch hier vorne hin. Wir sind jetzt hier. Zetia-Kolonie. Alles gut. Basis. Sehr schön. Dann. Glätten müssen wir hier noch ein bisschen. Weil hier hinten tun wir nämlich jetzt unser Raumschiff hin. Na, ernsthaft. Zu groß dafür oder was? Okay. Dann müssen wir wirklich ein bisschen glätten. Alter, das hier ist nichts mehr. Komm schon. Das ist ja echt komisch, dass er hier nicht landen kann, ne? Aber gut. Wir erschaffen hier einfach was. Erschaffen, glätten, der Hersteller. Okay. Größe ändern. Na super. Der ist natürlich total doof gewesen jetzt, ne? Naja, gut. Jetzt haben wir jetzt natürlich nichts da drauf, ne? Wahnsinn. Na ja, gut. Ich schau mal, ob ich mein Raumschiff irgendwie hinkrieg.
Und dann machen wir im nächsten Teil weiter. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.